Ich kann mir nichts Schöneres am letzten Tag dieses wundervollen Jahres vorstellen, als mit euch und mit Lisa die dritte Folge Rollercoaster Tycoon 1 zu spielen. Viel Spaß. Ich habe es mir nicht nehmen lassen. Nochmal einen kleinen Seitenhieb gegen Rollercoaster Tycoon 1. Das macht mir gar nichts. Denn ich liebe Rollercoaster Tycoon 1. Gab es nicht im Vorfeld sogar die Diskussion, ob du mit mir oder mit Marc Lehmann. Ja. Ich habe mich für dich entschieden, Max. Aber nur, weil Marc Lehmann dir gesagt hat, dass er nur Teil 2 spielen möchte. Und da meintest du, nee, nee. Ich war doch dran. Ja. Und da meinte er so, nee, 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 Teil 2. So. Ja. Gut, Teil 2 mache ich dann mit Marc Lehmann in 2020. Freut euch drauf. Gut, also, wir haben das Spiel. Wenn du mich disst, diss ich dich auch. Wir haben das Spiel gerade ganz kurz 10 Minuten laufen lassen, genau. Weil wir haben ja in der letzten Folge gestern die Mission quasi schon erfüllt, unsere Ziele. 650 Besucher bis Ende Oktober Jahr 3, wir sind April Jahr 3 und haben konstant so 850 bis 880 Besucher. Hier ist eine schöne lange Delle und Parkbewertung. Naja, per Definition ist da keine Delle. Schöne lange Welle. Ach, Welle. Aber es ist auch keine Welle, wenn man es genau nimmt. Und Parkwertung von 600. Wir haben noch nichts anderes gemacht, außer eine Hilfskraft eingestellt, aber nichts gebaut in der Zeit. Hilfskräfte sind jetzt auch weiterhin das Thema aus meiner Sicht, denn ich habe hier eine schwerwiegende Kotze-Situation festgestellt. Vor allem hier. Guck mal. Und die sitzen da schön auf der Bank. Ich glaube, das liegt an deiner Achterbahn. Guck mal bitte, was die gefahren, was die vorher gefahren sind. Bei der hier? Ja, so. An deiner Chaos-Achterbahn. Die wir zuletzt gebaut haben, die uns fast in die Pleite gestürzt hat. Ja, sorry. Das müsst ihr euch nochmal angucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Erstmal hier noch so, jetzt so eine kleine Hilfskraft für die Kotze hier. 8 Hilfskräfte, ey. Ist ein bisschen wenig auch, ne? Glaube ich. Okay. Würde ich mal denken. Und wirklich? Ja. Oh, die Rocket Schiff Schaukel ist defekt. Ja, das ist Story of Our Park. Das stimmt. So. Wir kriegen wahrscheinlich irgendwann so einen Preis, der Park mit den meisten Defekten. Weißt du noch, als wir der Park mit den saubersten Wegen waren? Das ist lange her. haben wir überhaupt einen Preis gekriegt schon? Nee. Doch, den hatten wir mal, ja. Ach wirklich, das wäre einfach nur ein guter Gag von dir. Nein, nein. Ich mache auch öfter mal gute Gags, aber das war einfach nur die traurige Wahrheit. Ja, du machst so häufig gute Gags, dass man nicht mehr unterscheiden kann. So wie bei Andreas Links. Oha. Meint er das jetzt ernst oder nicht? Das ist jetzt aber schon ein gewagter Vergleich. Ich glaube, hier brauchen wir auch nochmal. So. Wieso haben manche von denen Rasenmähen? Ja. Nee, was ist das letzte? Rasenmähen. Bei den anderen habe ich das ausgestellt. Aber wir haben keinen Rasen. Ja, aber das ist ja eine Standardeinstellung. So, genug Hilfskräfte haben wir. Wir brauchen noch ein paar Monate. Ich würde super gerne noch mal ein bisschen was bauen. Zur Erinnerung, wir gucken uns noch mal an, wie unser Park insgesamt aussieht. Six Beans kommt man rein. Kleiner Rocket Twister, mega beliebt zurzeit. Rocket Rutsche. Weil er so günstig ist. Ach ja, übrigens, alle unsere Sachen kosten nichts, ne? Genau. Okay. Rocket Rutsche, mega beliebt. Rocket Geisterhaus, mega beliebt. Obwohl die Schlange unendlich lang ist. Ich würde das ja nie machen, haben wir letztes Mal schon gesprochen. Rocket Schaukel, auch ziemlich beliebt. Oh, da ist auch nochmal so ein Kotzerhaufen. Guck mal. Wie die alle kotzen müssen, wenn die aus der Schiffschaukel. Ach, aus der Schiffschaukel. Oh, da kotzt gerade einer. Einer auf die Kotze drauf. Guck mal, dieser Weg ist widerlich verschmutzt. Wahrscheinlich hat er deswegen auch gekotzt. Aber jetzt erstmal schön zum Rocket Blast. Ich bin ja auch so. Sobald ich, sobald jemand erbricht neben mir, muss ich auch sofort brechen. Egal, ob es mir schlecht geht oder nicht. Ja. Ich kann das nicht. Ich könnte auch deshalb niemals im Krankenhaus arbeiten oder in irgendwelchen Pflegeeinrichtungen. Rocket Riesenrad ist defekt. Warte kurz. Ich weiß immer nicht, ob man den quasi den Weg abschneidet, wenn man aus Versehen so einen kleinen Weg hier nicht macht. Dass die dann nicht mehr langkommen? Ja. Also, Rocket Schaukel. Rocket Rutsche, auch unfassbar beliebt. Würde ich aber ja auch sofort reingehen. Das finde ich Hammer. Rocket Autofahren, auch voll. Ich glaube, wir müssen auch noch mal ein paar neue Aktivitäten bauen. Das liegt an unserer Marketingaktion. Ja. Guck mal, nur Rocket Coaster ist nicht so beliebt. Aber die freuen sich. Guck mal, wie die sich freuen. War ganz toll. Aber der hat auch eine hohe Übelkeitstoleranz. Das ist wichtig. Wobei, ich finde den noch gar nicht so heftig. Na gut, dann geht man weiter zu Rocket Riesenrad. Jetzt langsam ist es hier auch wieder ein bisschen ordentlicher. Das ist schön. Das hier, vergessen, wie es heißt. Das auch noch mal kurz, ne?
Lisa, du kannst nicht jedes Mal jemanden einstellen. Wenn du kotze. Du hast 12 Hilfskräfte? Ja, wenn die nicht hinterherkommen. Kann ja nicht schaden. Oh, guck mal hier zu den Toiletten. Nee, okay, das Geld haben wir ja. Also. Ja, eben. So. Wie heißt das hier nochmal? Rocket Blaster, genau. Hier ganz am Ende. Rocket Card. Das muss ein Genie gewesen sein, der diese ganzen Namen. Sehr kreativ. Und Rocket Speed, unsere selbstgebaute, immer noch ein ganz bisschen zu krasse Achterbahn offensichtlich. Die auf einer Strecke fast einschläft. Nach der ersten Welle. Stimmt. Aber das davor war ihnen zu heftig. Was wollen wir machen? Wir haben eben auch noch freigeschaltet die Pommesbude und wir haben eine kurze Beschwerde darüber bekommen, dass die Leute nicht wissen, wo sie essen sollen. Deswegen würde ich die jetzt hier nochmal bauen. Ah, hier. Och, Rocket Rutsche. Leute. Ah ne, da habe ich alles schon mit Blumen voll geballert. Machen wir die hier hin, ne? Schön zu der Fressmeile. Wie ging auch mal, das habe ich vergessen, die Tastenkombination zum Drehen. Ich weiß es nicht. Sollen wir noch mal woanders eine Fressmeile bauen? Soll ich sie suchen? Gerne. Sollen wir noch eine dritte Fressmeile bauen, wenn die Leute nicht wissen, wo sie essen sollen? Oder wollen wir noch mal so eine richtig wie schöne Attraktion? Wie spät ist denn Mai? Also haben wir noch Juni, Juli, August, September. Boah. Ja, dann bau. Ja, ne? Hier, wir probieren uns noch mal ein bisschen aus. Und zwar, man kann ja jetzt noch mal ein bisschen was erschließen. Gelände ist ungeeignet, um einen Fußweg zu bauen. Moment, das ist gar kein Problem. Nee, shit. Weg damit. Das ist immer so ein bisschen fisselig hier. Z ist drehen. Ah. Vielen Dank. Ich muss gleich mal ausprobieren. Ich sehe Construction Object. Mini-Achterbahn ist fertiggestellt. So. Guck mal, dann bauen wir hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu verwirrend für die Leute ist, aber wir sollten die Mission ja erreicht haben. Von daher gehe ich jetzt auch mal ein bisschen Risiko. Und jetzt. Guck mal, das sieht mir nämlich so aus. Ich war noch nie in Amerika, aber du wirst das hoffentlich gleich bestätigen können. Ich finde, das sieht so aus wie so irgendwo am Z. Hammer. Geil. Okay, das Ding ist jetzt in der Luft. Hä, wieso geht das nicht? Achso. Geil, wie die auch im Kreis laufen. Wenn ich jetzt hier das Land ein bisschen erhöhe. Guck mal, sieht das nicht aus wie so in Miami am Strand, wo die so auf den am Pier lang gehen? Das Wasser fehlt halt. Du hast Miami in der Wüste gebaut. Ach, warst du schon mal in Miami? Ich meine eigentlich LA. So, oh. Nee. Hä? Du hattest ja mal gesagt, auch für die letzte Folge. Ja. Am Freitag. Ob wir da ein paar Cheats ausprobieren. Ja, unbedingt. Weil, was hattest du gesagt? Man kann, wenn man die Straße entfernt, wenn man den Eintritt. Man muss den Parkeintritt hochbauen, damit die Leute nie wieder rausgehen. Aber die kommen rein, ja. Aber nicht wieder raus, weil da eine Gap ist oder ja, was? Man muss, wenn man das Ziel erreicht hat, das man braucht, dann muss man die Hürde bauen. Shit, wie kann man das denn hier? Oh, wow. Was suchst du jetzt? Ich versuche zu erkennen, wie ich hier an diese Dinger komme. Naja, egal. Aber drück nochmal auf die Ansicht. Ist das nicht irgendwie Untergrund? Licht auf Untergrund? Nee. Na gut. Das war genau das, was ich mir vorgestellt habe. Nur das unsichtbare Menschen? Ach so, keine Menschen. Oh, geil. Das ist so viel geiler. Müsst du lassen? Nein! Ich will den Erfolg unsichtbar. Und mal stützen. Ja. Und jetzt mach nochmal Untergrundkonstruktion weg. So? Nee, das bringt halt gar nichts. Das bringt echt gar nichts. Naja. Für meine Zwecke hier reicht es. Nee. Nee. Ja. Oh, das wird jetzt.
mich bis Oktober im Bann halten. Haben wir wenigstens was zu tun bis Oktober. Da war's. Shit. Jetzt. Nein. Oh. Rocket Speed ist defekt. Oh. Das ist ein Spiel im Spiel. Oh, das ist wirklich super schwierig. Aber mach mal, geh mal mehr mit dem Mauszeiger auf den Gang. Auf den Gang? Ja. Nee, das klappt auch nicht. Da, doch. Nee. Hä, wenn du jetzt da bist? Nee. Nee, Fußweg im Weg. Jetzt. Jetzt. Ah, Hammer. Oh. Ja, zieh ihn komplett hoch und dann nimm einen wieder runter. Ja, Hammer. Sauber. Geil, ey. Schöne Fressmeile. Die ganzen armen Leute sind jetzt die ganze Zeit umsonst im Kreis gelaufen. Ach, wie schön. Hä? Habe ich heute irgendwie einen Knick in der Optik? Ach so. Ja, das ist doch voll komisch. Naja, dass der Rahmen nicht angezeigt wird, ist strange. Hä, ich will die doch in die... Ja. Hä? Oh. Okay. Sorry, das ist jetzt für Symmetriefans nicht so geil. Aber... Und wo sind jetzt, wo kommen deine Essensstände jetzt hin? Hier in die Mitte. Aber wie soll das denn gehen, wenn da schon die Mülleimer und die... Ja, das geht. Keine Sorge. So, Eis. Hier. Geil. Offen. Pommes. Geil, ich lass mal diese Control-Übersicht hier offen. Weil die macht dich ja jetzt schon 50% schneller allein mit dem Z. Das stimmt allerdings. Das ist eins. Okay. Ist bisher noch nicht so ganz erschlossen. Okay. Guck mal. Und jetzt machen wir das hier noch öffnen. Oh, habe ich die Hamburger schon geöffnet? Ja. Okay. Darf ich einmal noch was kurzes ausprobieren? Ja. Hey, aber man muss doch irgendwie diese Wege ausblenden können. Wieso kann ich dann alles ausblenden? Außer der Wege. Jetzt waren die weg. Nee. Doch, da waren nur noch die Stützen. Ja, aber die waren gerade auch schon so. Ach so, das ist wegen unter... Ja, okay. Hm. Ich mach noch mal hier ein bisschen... Ach so. Ägypten war ja unser Thema. Tada. Ah, okay. Warte kurz. Oh Gott, ich lass es einfach okay. So. Hier, so ein bisschen Deko. Okay, noch ein bisschen Blumen. Okay, das sieht sehr toll, das sieht richtig toll aus. Ist aber auch gemütlich, ne? Bisschen vollgestopft, aber toll. Ist jetzt gerade eine Person eingestellt, die nur für diese Foodmeile da ist? Ja, weil ich da jetzt noch ein bisschen verlängere. Wir werden jetzt nochmal unser ganzes Geld rausballern. Okay. Und hier... Ach, das ist ein altes Problem, ne? Oh, wieso ist denn... Wir müssen nochmal Werbekampagnen starten. Rocket Coaster ist so unbeliebt. Komm, wir machen... Ich glaube, es liegt aber auch hart an dem Weg. Meinst du, das ist zu anstrengend? Kannst du den Weg hier auch runterballern noch, zu der Foodmeile? Ja. So ich glaube, es war nämlich nicht so gut, tote Enten zu haben. Tote Enten oder tote Enten? Okay, Andreas Links. Hier, rein. Ja, ich meinte den Weg da runter. Rocket Coaster. Und Werbekampagne für den Park. Ja, jetzt muss ich das nochmal drehen. Kannst du rausfinden, wie man dreht? Für mich? Klar. Geil. Return. Ah. Hammer. Also Enter. Enter. Enter? Ja. Okay. Hier wolltest du eine kleine Verbindung zu der Fressmeile haben, ne? Oder muss ich... So. Geil, du wirst schon so richtig pro, wie bei Airline Tycoon auch mit deinen Shortcuts. Das stimmt. Rocket Riesenrad ist defekt. Das wird super. Es wird richtig gut, wenn du das da runterziehst. Oh, der Arm, hast du gesehen, wie der weg musste, der da auf der Bank saß? Aber das ist geil, das stimmt.
Das ist ein Geniestreich, glaube ich. Ja, ich glaube auch, das war eine richtig gute Idee von dir. So, und jetzt, was haben wir? Wir haben doch eben noch so eine Mini-Achterbahn dazu bekommen. Also Besucher reicht, Parkwertung ist voll im Lot. Das heißt, wir können uns jetzt schön konzentrieren. Zurücklehnen, wollte ich gerade sagen. Du sagst konzentrieren. Ach, Rocket Geyser. Ich glaube, wir müssen noch mal ein paar Missionen. Stell noch mal, komm, machen wir einfach noch mal 4 mehr. Ja. 10. Die Kohle haben wir ja jetzt. Obwohl, ja gut, egal. Mach einfach. Allein diese Meldung nervt mich so sehr, dass ja. dieses Geld wert ist. Du hattest doch auch in der letzten Folge schon gesagt, es gäbe eigentlich irgendeine Ratio, Mechanica, Attraktionen-Ratio. Ja, und die haben wir bei weitem überschritten. Das war irgendwie ein Mechaniker auf 5 Attraktionen. Wir haben 7 Attraktionen und 10 Mechaniker. So, guck mal, wir haben noch die Hängen. Nee. Hä? Die haben wir dazu gekriegt, die Mini-Achterbahn. Weißt du, was ein bisschen komisch ist? Mm-mm. Also es fühlt sich auf jeden Fall komisch für mich an, weil normalerweise haben wir immer eine Folge produziert. Mhm. Bei Airline Tycoon zum Beispiel. Mhm. Live und dann ja eine Woche später oder 2 Wochen oder 3 Wochen später die nächste Folge. Ne? Man konnte, war ja bei 7 Billion Humans bei mir genauso, dass man danach in den Kommentaren gucken konnte, was so Tipps und sowas. Oh ja, und jetzt sind wir so jetzt völlig auf uns gestellt. So komisch, ich freue mich schon darauf, was wohl in den Kommentaren steht. Irgendwelche hilfreichen Tipps, die wir überhaupt nicht beachten können. Das stimmt. Das ist ein super strange Gefühl, finde ich, so im Blindflug. Aber vielleicht, wenn irgendein super guter Kommentar dabei ist, können wir ja überlegen, nochmal irgendwann so eine Mini-Folge hinterherzuschieben. Ja, aber nur, wenn ein mega guter Kommentar dabei ist. Wenn es alles so mittelmäßige Kommentare sind. So. Also, wenn wir nie wieder eine Folge machen, wisst ihr Bescheid, Leute. Oh, hä? Ja, da ist ein Knick in der Optik. Voll gegen die Wand gefahren. Upsi. Brauchst du jetzt tatsächlich schon wieder eine Achterbahn? Ja. Du weißt, dass du das wahrscheinlich mit dem Geld nicht hinkriegst. Oh, du hast naja, dann nehme ich noch einen Rekord. Nimm noch einen Rekord auf, hier, Lisa. Dann. Oh nee, ich kann kein Geld mehr aufnehmen. Oh. Wir hätten das zwischendurch mal zurückzahlen sollen. Ich habe das gerade versucht zurückzuzahlen. Versucht. Dann waren wir plötzlich pleite. Ja, ey, komischerweise gehen wir immer pleite, wenn du versuchst, eine Achterbahn zu bauen. Die kann gekippt werden sogar. Ja, aber guck mal, wir haben noch 2000. Das geht schon. Warte. Hohoho. Wie soll das Ding da hochkommen? Das ist hier mit Zug. Okay. Ja, du hast recht. Guck mal. Kurvig. Ja, meinetwegen. Ist das eine Abwärtskurve? Ich kann es nicht genau erkennen. Ich glaube nicht, das Ding will wieder durch die Gegend schleichen wie nichts. War jetzt nicht so witzig. Oh, ich muss die Farbe gleich unbedingt ändern. Denk dran. Autoscooter ist fertig. Oh Gott. Deine Aufmerksamkeitsspanne. Oh, Mini-Achterbahn. Oh, Autoscooter. Denk dran, 2 Helix sind vielleicht zu krass für die Leute. Oh, die Leute sollen sich gehackt legen, ey. Ja, das ist meine Lebenseinstellung. Wow, ich merke schon. Mit mir ist heute richtig Fun angesagt. Heute ist richtig Feuer am letzten Tag des Jahres. Oh Gott. Nochmal alles raushauen an Energie, was du hast. An Gag-Potenzial. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich da... Oh, vielleicht mal bremsen? Nee. Denkst du, dann wirst du noch 1000, ne? Ja. Vielleicht machen wir den Park nochmal kurz ein bisschen teurer gleich. Wieso ist das immer noch... Wie findest du die bisher? Spannend, ne? Ist okay. Oh, jetzt geht's richtig tief. Ey, weißt du, was ich schon immer machen wollte, was ich schon damals nie gemacht habe, ist in den Boden bauen. Oh, ja. Boah, Lisa, wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, ne? Mhm. Juli, ja. August, September. Weißt du, was geil wäre, wenn wir die hier in den Boden ballern und die dann hier irgendwo wieder rauskommen? Sheesh. Hier kann die wieder rauskommen. Jetzt haben wir das hier nämlich alles vollgebaut. Nee, wie baut hier kommt sie wieder raus und du baust sie da drüber zurück. Boah, das wäre richtig geil. Aber wie baut man in den Boden? Das weiß ich auch nicht, aber es geht auf jeden Fall. Dann du musst toller den Knopf drücken. Drück noch ein bisschen aggressiver.
Land muss zuerst erhöht oder abgesenkt werden. Aber wie baut man denn in den Boden ohne... Was machst du da? So. Wie? Ich habe in den Boden gebaut. Hä? Ja. Was hast du da gemacht? Das Land hochgezogen. Die Leute lieben das auch, habe ich irgendwo gelesen. Wie jetzt? Also Moment mal, indem du... Oh, zu niedrig. Indem du da ein Loch reinmachst, kannst du einfach in den Boden bauen? Mhm. Geil, ne? Wie geil ist das denn? Ja. Ich dachte, man muss den mal aushöhlen. Nee. Und jetzt? Soll ich hier jetzt schon hoch? Hier, nein, hier wieder raus. Okay. Wird das teuer? Nee, die kosten nur 32 da unten. Aber ist das nicht super lame? Ah, ne, guck mal, jetzt machen wir hier. Nee. Aus. Nee. Was soll daran denn lame sein? Es wird so eine richtige wackelige Angelegenheit hier, das lieben die Leute. Gerade sagst du noch, die Leute sollen sich gehackt legen, jetzt ist die ganze Zeit lieben die Leute. Okay. Jetzt muss ich langsam wahrscheinlich wieder hoch. Boah. Ach, man kann, glaube ich, nicht hier rüber bauen, oder? Doch. Weil dann sagt er dir doch die ganze Zeit, da steht schon was, oder nicht? Ach, das geht schon. Wo sind wir denn jetzt? Da. Warte, da komme ich ins Spiel. Oh ja. Jetzt hast du die Achterbahn ausgeblendet? Nee, die ist doch da noch. Ja, aber ich sehe ja nicht, wo wir jetzt bauen. Ja. Ja, du... Ja, also... Hä? Du musst es schon wieder so bauen? Ja, aber die sehen wir ja jetzt immer noch nicht. Ja, du musst wieder unter Wasser... unter Boden bauen. Ja. Okay. Ah, da. Okay. Um ehrlich zu sein, ich habe einfach die ganze Zeit nur diese Nummer gedrückt und wusste nicht, was ich drücke. Oh, ich kann es überhaupt nicht erkennen. Hoch. Land muss erhöht oder abgesenkt werden. Nee, das ist da nicht. Doch. Ist rechts daneben. Ach, okay. Hab nichts gesagt. Geil! Wie kann man denn so eine geile Achterbahn bauen? Ja, Hammer, ne? Okay, jetzt kannst du wieder den Über-Erd-Modus anmachen. Okay. Warte mal, kann man auch steiler nehmen? Und jetzt? Nee. Oh, pass, musst du aufpassen mit der Schiffschaukel. Ja, das geht, glaube ich, nicht. Nee, okay. Alter, was? Risky! Darf ich mal einmal drehen? Ja, ja. Wow, ich würde niemals da reingehen. Wie kriegen wir denn die Dings zurück? So. Das ist ja die beste Achterbahn überhaupt. Ich glaube auch. Okay. Oh, ich kann mich gar nicht konzentrieren, weil da so viel eingeblendet wird. Wo sind wir jetzt gerade? Sind wir schon über dem Rocket Riesenrad? Kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Boah, wir bauen die übers Riesenrad. Okay, sorry, das ist mit Abstand die beste Achterbahn, die ich je gesehen habe. Ich wette, da wird wieder niemand reingehen. Sei nicht zu enttäuscht, wenn das... Ich werde da drin sitzen. Ich bin der Erste, der drin sitzt. Oh, weißt du, was wir im nächsten Park machen? Dann machen wir die Besucher Max und Lisa. Ach, man kann die Besucher benennen? Ja. Ja, steht schon, oder? Kannst du da eine Helix reinmachen? So genauso zwischen die beiden... Was ist ein Helix? Diese Abwärtsspirale. Ich weiß nicht, warum ich die Helix nenne. Das stand irgendwie beim letzten Mal. Geht gerade nicht. Ja, weil du schon zu tief bist, glaube ich. Ich baue hier gleich nochmal eine Helix. Oder bist du... Darf ich nochmal drehen? Bist du in dem Loch von der anderen Achterbahn? Nee. Nee, okay, du bist weit weg. Ich dachte, du wärst da. Nee, okay, holy shit. Man sieht überhaupt nicht, wo die... Ja. So, und jetzt ab in die Station. Ich mache jetzt hier nochmal Helixe runter. Oh ja, auch noch rechts rum, wie geil ist das denn? Warte mal, wieso geht das jetzt nicht? Wann kann man denn endlich wieder Helixe bauen? Ich glaube, wenn du einmal runterdrückst. Ah. Ja. Und nee, das ist kein Helix. Nee. Vielleicht, weil wir kein Geld dafür haben? Nee. Ah ja, das kann natürlich nee, sein. Nee, das kann auch nicht. Nee? Die kostet irgendwie 200 noch was. Das hatten wir gerade noch. Oh. So, und jetzt bauen wir zurück zur Station, ja, ja. Damit wir das auch nochmal finanziell auf die Reihe kriegen.
Scheiße. Passt nicht. Ah, scheiße, guck mal, die Achterbahn selbst ist im Weg. Warte, ich muss hier noch ein bisschen weiter. Was ist die kleinste? Ah. Ja, das ist doch super so. Jetzt schnell runter. Oh, kommen wir da überhaupt noch auf die... Scheiße, wir haben nicht genug Geld. Toll, und unsere Marketingkampagnen sind jetzt ausgelaufen. Können wir nicht noch ein bisschen Eintritt erhöhen? Ja, ne? Unsere einzige Maßnahme, um Geld zu verdienen. Ja, guck mal. 50 kostet unser Park schon? Ey, kein Scheiß, das macht alles gar keinen Sinn in diesem Spiel. Wenn 50 Euro der Eintrittspreis ist, dann können sich die Leute schon eine Achterbahn selber einen Garten bauen. Scheiße, wir kommen nicht an die Station. Warte. Du kannst doch hier hinten noch einen... Ja, genau, das wollte ich machen. Wir verstehen uns. Deswegen machen wir das auch zusammen und nicht Marc und du. Stimmt. So, das wird jetzt ein tolles Ende. Mach ein paar Bremsen rein, damit die Leute nicht auch noch zu viel Angst haben. Das ist ein guter Hinweis. Und da gab's gar keine Bremsen. Doch. Ich kann das ganz schlecht sehen. Ja, ja, und das wird auch noch eine Bremse. Höchste Bremsgeschwindigkeit der Welt. Geil! Geil, ey, das Ding, können wir das mal testlaufen lassen? Ja. Hammer, dass wir das finanziert gekriegt haben. So, warte. Wie kann man die jetzt richtig sehen? Die müsste gleich erstmal eine andere Farbe kriegen, auf jeden Fall. Okay. Ich hoffe, die funktionieren auch bis zum Ende. Ja, guck mal, wenn du hier die ganze Zeit so unter Dings fährst. Oh, ist schon August übrigens? So, und die nennen wir jetzt... Ja? Desert Beans. Wirklich? Jetzt noch eine andere? Ein anderer? Die fahren aber sehr schnell hintereinander, das finde ich ein bisschen riskant. Aber so langsam, wie die sich in die Kurve legen, schläft man ja fast bei ein. Achtung. Jetzt wird's tief. Wie geil, dass die da einfach am anderen Ende wieder rauskommen. Das ist echt Hammer. Oh, schnarchi, schnarch. Ja, das ist wegen der Beschleunigung. Aber da könnte die jetzt echt hängen bleiben. Nee, doch nicht. Okay. Boah, die sind aber... Oh, shit. Alter. Das ist echt gut gemacht. Oh, nein! No! Crash. Bam! Oh. Wie geil ist das denn? Es gibt keinen Crash. Doch, das gibt's eigentlich. Zusammen. Das ist jetzt irgendwie... Das ist ja mega süß. Wie so zwei kleine Raupen, die sich so... Aber was machen wir jetzt? Du musst da die Schienen austauschen gegen eine Hochziehschiene. Wir haben aber nur einen Euro. Nee, 56. Kannst du da vielleicht sogar noch ein bisschen die Spannung erhöhen, indem du ein bisschen Tempo aufbaust? Was meinst du damit, tiefer runtergehen? Mhm. Oder bist du da schon unten? Ich sehe es gerade nicht so, oder? Das ist natürlich jetzt ein bisschen enttäuschend. Also hier vielleicht früher runter. Diese Kurve muss weg, ne? Würde ich sagen. Wieso? Ich hab nicht mal erkannt, dass es eine Kurve sein soll. Ach, und da willst du jetzt schon runter. Ja, okay, das ist doch gut. Aber nicht mehr. Okay, dann warten wir kurz, bis wir ein bisschen Geld haben. Währenddessen sammeln wir ein bisschen anderes Geld ein. Hammer. Ist echt ein Moderator. Und wir verabschieden euch kurz in die Werbung und sammeln ein bisschen Cash im Spiel. Bis gleich. Willkommen Hallo. Zurück. Ich wollte nur Hallo sagen. Du ich wollte nur willkommen zurück sagen. Unsere Potte war zwischenzeitlich schon wieder richtig voll, aber Lisa hat wieder auf 1 Euro runtergewirtschaftet. Oh, ja. Langsam neigt sich diese Mission auch dem Ende. August, September, Oktober. Oh ja. Ich bin auch ganz froh, dass wir das dann endlich auch mal beschlossen haben. Ja, aber ich finde, man müsste schon noch einmal die Jungfernfahrt dieser Bahn sehen, oder? Nee, das bringen wir noch zu Ende. Ja, okay. Du darfst jetzt keine halb beendeten Sachen da zurücklassen. Okay. Du hast ja noch über einen Monat Zeit. Also bestimmt 5 Minuten.
Okay. Aber ich will Wasser sehen, Lisa. Ich will in dieser Folge noch Wasser ja, sehen. Ja, wir werden auf jeden Fall gleich. Guck mal, wie kommt man jetzt? Das finde ich total weird. Muss ich mich jetzt komplett durchklicken? Wie komme ich denn da jetzt wieder hin zum Bauen? Du bist jetzt unterirdisch, oder? Nee, ich bin hier gerade. Ah, okay. Das ist bestimmt jetzt zu niedrig. Boah! Ach krass, genau durch die Mitte. Genau so stelle ich mir einen Freizeitpark vor. Ich hole mir einen Burger und... Ich finde das zu crazy, aber gut. Wirklich? Wenn du deinen Burger anstehst und über die Rattert eine Achterbahn lang, ist doch der Oberhammer. Ich hätte voll Schiss. Das ist zu steil. Meinst du? Einen kann man so und dann kommt hier Dings. Das ist ein Lifthügel, den darfst du nicht so steil bauen. Steht da. Okay. Aber, hä? Ach so. Warte, okay. Erst so und dann so. Jetzt bist du da wieder zu hoch, oder? Ich meine, was die Höhen angeht, bist du eigentlich immer, nee, die sind beide auf 20. Die sind beide auf 20, aber irgendwie treffen sie sich noch nicht. Ja, wir müssen eine links und dann eine rechts gucken machen. Oh, nee! Wie ist uns das denn passiert? Gibst du ein S? Es gab doch früher immer so ein S. Ach so, ja, warte. Achterbahn im Weg. Aber wenn ich da jetzt hingehe... Dreh nochmal bitte. Warte. Ach du Scheiße. Das ist entweder ein kleiner Bug im Spiel oder ich bin ein bisschen dümmlich, was das angeht. Meine Güte, okay. Erst noch August, wir haben noch Zeit, okay. Was genau versuchst du denn da? Ach so, smart. Guck mal! Smart! Wie kann man denn so ein Glück haben? Können. Oh, der, guck mal, wir sind endlich wieder der sauberste Preis im Land. Geil. Naja, so, jetzt hier nochmal. Über 10 Hilfskräften habe ich auch nichts anderes erwartet. Können wir nochmal eine Testfahrt machen, bitte? Ja, für nur erst. Geile Farbe. Okay. Mhm. Ach so, warte mal. Ich will nicht so viele Wagen pro Zug. Okay. Nicht zu viele Wagen? Nee. Oh, es ist schon September. Was haben wir? 1020 Besucher. Wäre so geil, wenn die zum... Nee, Parkbewertung ist gut, alles klar. Okay. Drück uns die Daumen, Max. Ja, ich habe keine Zweifel, dass das jetzt funktioniert. Hier? Oh, guck mal, wie krass das aussieht. Da müssen wir nochmal dran arbeiten in unserem nächsten Park. Dass die Starts, die dürfen uns nicht... müssen wir erst ein bisschen steiler bauen, damit die Fahrt überhaupt an Tempo gewinnt. Ah ja, das stimmt. Achtung, jetzt kommt sie da raus. Wo? Ach da, mhm. Aber guck mal, jetzt haben die schon ein bisschen mehr Abstand zueinander. Zumindest ist das schon mal gut. Nee, ich glaube, das ist genau so. Nee, doch nicht. Oh oh. Ach, die werden sich nie wieder einholen. Oh. Oh, gut, dass ich da den Lift gebaut habe. Aber wie lame. Ja, aber die Leute mögen ja auch das nicht, wenn das die so Leute mögen, abgeht. Die Leute mögen. Jetzt kriegt die nochmal richtig ja, Tempo. Ja, okay, da. Das stimmt. Boah, Alter. Ja, die Summer. Okay. Okay, jetzt müssen wir noch Ein- und Ausgang bauen. Ah ne, haben wir ja schon. Wege dahin bauen. Du bist nicht so optimistisch, dass die gut Zuschauerzahlen, Besucherzahlen kriegt, ne? Ja, ehrlich gesagt ist das ja jetzt gleich vorbei, deswegen. Guck mal, die gibt es jetzt auch nochmal kostenlos. So, let's go. Und das oh, ist nee, die Rocket. Keiner Rocket. Geht rein, keiner geht rein. Oh nein, das ist eine Katastrophe. Warte. Noch denkt keiner was darüber. Oh nein. Rocket. Okay. Ah, den Leuten ist zu schlecht, die da gerade lang gehen. Warte mal, was hat er gedacht? Er kommt gerade aus Rocket Blaster. Vielleicht ist den Leuten das zu viel Achterbahn auf einmal.
Mach schnell eine Werbekampagne. Oh, das ist ja wohl die Enttäuschung des Abends. Das war aber das Jahr nicht beenden, Lisa. Das war eben ja auch. Oh, wann wir eben? Haben nicht genug Geld für eine Marke. Wann eben? Da ist einer. Dann zwei. Ah, sehr gut. Endlich. Hier, noch eine kleine Kampagne für Rocket Rocket. Mann! Er macht zwei Wochen, egal. Guck mal, die fahren schon. Oh, ganz. Willst du dich nach ganz hinten oder nach ganz vorne oder in die Mitte? Vorne, sitzen? Immer vorne. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, ganz hinten finde ich auch irgendwie weird. So, wir können jetzt wahrscheinlich gleich die Tage zählen. Bis wir unser Missionsziel erreicht haben. Die hat echt Charme, diese Bahn. In die würde ich mich auch noch trauen. Ja? Mhm. In unsere anderen nicht? Warte. Ey, ich finde es richtig cool, dass wir eine Untergrundbahn gebaut haben. Ja. Ich finde es richtig, richtig cool. Doch, wahrscheinlich würde ich an die andere auch. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, das ist so eine Hängeachterbahn. Das finde ich daran, glaube ich, ein bisschen unheimlich. Erstmal hier nochmal gucken. Oh, guck mal, die zweite fährt noch nicht mal los, weil da so wenig los ist. Warum gehen die Leute da nicht rein? Die haben keine Gedanken darüber. Der Park ist mir zu überfüllt, der bei 1000 Besuchern. Kann nicht das verstehen. Hm. Aber guck mal, jetzt muss jemand da warten. Das ist immer gut. Wenn die erste. Oh, Rocket Speed ist defekt. Ey, wir haben doch so viele Leute eingestellt und die Wartungen sind alle auf 10 Minuten. Warum? Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir das wirklich überall jetzt so haben. Wir haben das fast überall gemacht, außer da natürlich jetzt nicht. Aber die war ja noch nicht kaputt. Das stimmt. Och, die ist aber, die macht echt Minus noch, ne? Das ist ein großes Minusgeschäft. Minus 377 Euro. Naja gut, wir können jetzt gleich die... Nee, alle unsere Achterbahnen machen Minus, weil... Ach so, weil die keinen Eintritt... Ja, du hast recht. Aber guck mal, jetzt gehen die Leute so langsam rein. Was denkt er sich darüber? Hat keine Ahnung. Ey, scheiße, irgendwie haben wir ein gleichgültiges Produkt gebaut. Ja, anscheinend. Aber ich finde die Farben ganz gut. Das ist die Hauptsache. Wir übertreiben es immer am Ende. Die rattert viel zu schnell da am Ende rein. Aber guck mal, jetzt ist sie voll. Rocket Rocket ist das Geld wirklich wert. Die kosten nämlich nichts. Das würde ich auch denken dann. Oh, schon wieder ist hier überall Kotze. Was soll das? Ich finde diese Rocket Desert, oder wie heißt sie? Rocket Blaster. Rocket Blaster. Die finde ich viel schlimmer als alles, was wir gebaut haben. Ja, die finde ich auch krass. Wo ist denn, wer hat hier den? Hä? Haben wir da noch niemanden zugegeben? Doch, garantiert, glaub mir. Ja, ich weiß. Den hier, wo ist der? Der ist auch da. Da. Aber ich glaube, du siehst immer einfach. Oh, was denn? Setz doch die Leute nicht immer direkt. Sorry, aber der ist leider dafür beauftragt. Ja, aber er war auf dem Weg dahin. Du siehst die Kotze einfach immer früher als deine Hilfsleute. Das ist das Problem. Oh, dem ist auch ganz schlecht. Kann man das eigentlich verhindern, wenn man mehr Toiletten hat? Gehen die Leute dann auf Toilette? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ach, guck mal, jetzt ist die hier ja voll, die Schlange. Schön, die Kampagne bringt was. Stimmt. Meine Güte, wie lange dauert denn dieser Monat noch? Guck mal, wir schauen uns noch einmal an. Was für ein schöner Park. Der ist wirklich schön geworden, muss man sagen. Ja, also mir wäre der zu unordentlich geführt insgesamt. Schönes Fazit nochmal am Ende, meinst du? Ja. Was heißt so unordentlich? Naja, dass wir, zum Beispiel habe ich eigentlich keinen richtigen Überblick, welche Hilfskraft, da ist schon wieder Kotze, wo genau eingeteilt ist, das würde ich eigentlich lieber alles ein bisschen sorgfältiger machen, dass die Mechaniker den einzelnen Bahnen zugeordnet sind. Wir haben mehr Mechaniker als Bahnen, eigentlich dürfte einfach aus Prinzip nicht meine Bahn kaputt gehen. Das stimmt. Ach, ich dachte, es kommt schon die... Doch, es ist Oktober. Hä? Oder müssen wir Oktober beenden? Bis Ende Oktober. Ja, okay. Warte mal, aber wir hatten doch noch irgendwas Neues eben bekommen. War das... Guck mal, Luftballonstand. Ja, hau sie da schön an die Fressmeile dran. Aber warte, ich will nicht die Leute da aufscheuchen.
Oh, guck mal, das sieht aber edel aus, wenn man das so hochzieht mit dem Ding. Schon direkt verkleidet. Welche Farbe sollen die Luftballons denn haben? Oh, so ein Pink wie die Achterbahn. So? Weil man kann die da erwerben. Oh, stimmt. Direkt neben der Achterbahn. Ne, muss ein bisschen dunkler. Was hier? Nee, das ist zu krass. Da war noch ein drittes. Das? Das? Mhm. Ja, ach, egal. Passt auch nicht, aber egal. Nee, die sind umsonst. Mach die mal umsonst. Okay. Damit richtig schön viele damit rumlaufen. Dann bauen wir noch ein paar, ne? Noch ein paar Luftballonstände? Ja, aber in anderen Farben. Können wir so 10 machen? Ja. Warte, sorry. In welcher Farbe hier? Ein ganz knalliges Grün? Ja. Mhm. Das passt doch gut zu den Palmen. Guck mal, da hat sich einer schon einen blauen gekauft, bevor wir die Farbe geändert haben. Lol. Okay. Und hier? Da sind die gelb. Okay. Aber so ein dreckiges dieses? Gelb. Nee, ein dreckiges Gelb. Dieses? Nee. Dann meine ich eher ein braun. Das? Ja, oder so eins. Ja, so ein Senfgelb. Och, da ist schon wieder Kotze. Oh, hier, oh, mein Gott. Ey, wie krass wir sind. Das können wir uns, glaube ich, gerade nicht leisten. Nein? Ich glaube, der kostete 200. Oh. Nee, da ist ein Baumweg. Ja, okay. Mhm. Gut, dass wir jetzt die Shops da hinsetzen, die uns alle Minus bescheren. 30 Cent Minus machen wir pro Luftballon. Ja, aber dafür haben die Leute jetzt richtig viel Fun. Den lassen wir auf Blau. Ja, aber nicht das Blau, lieber das. Wirklich? Ja. Ich finde das andere 10-mal schöner. Echt? Das ist voll das hässliche Blau. Und was damit? Auch gut. Ja, auch gut. Okay. So, haben wir noch was, was wir bauen können? Eine Wasserrutsche ist jetzt ein bisschen zu aufwendig. Nee, da, wir haben auch keine Kohle mehr, Lisa. Und der Monat ist gleich rum. Wir gucken uns jetzt schön an, wie die Leute mit unseren Luftballons gegend laufen. Oh ja. Oh, die ist so oft kaputt, ey. Das nervt. Wir können ja derweil mal einmal gucken, ob wir wirklich unseren 15 Technikern mal die eine einzelne Achterbahn. Nee, haben wir gar nicht. Wir haben die fast gar nicht. Nee, genau, aber ob wir. Ach, du kannst nur den Fußweg festlegen, nicht eine Achterbahn. Nee, leider nicht. Ist ein bisschen doof. Was ein paar. Sehr random auch, das würde mir eigentlich auch nicht gefallen, wie ich hier die Dekorationen platziert habe. Das haben wir nur gemacht, um den Thrill der Bahn zu. Ja. Guck mal, wie voll die Wasserrutsche ist. Ey, wie wunderschön dieser Park ist. Ja. Bin ganz verblüfft. Wie viel wir auch noch aus diesem Platz rausgeholt haben. Das stimmt. Speed ist ein bisschen verschwendeter Platz da in der Mitte. Wo? Da, hier, da, die Rocket Speed. Hier. Die grüne. Ja, da könnten wir noch ein paar Dekorationsartikel hinbauen. Oh ja. Aber wir sind im Minus. Oh. Die ganzen Luftballons, ne? Die reißen ein Loch in unser Budget. Hm. Da würde ich nochmal so eine richtig dicke Pyramide gerne eigentlich hinbauen. Ah, hier. Mach doch diese Sphinx-Figur. Die Sphinx? Ja. Kann man uns noch nicht leisten. Aber muss auch erst eben. Oh, ebenes Gelände ist so teuer. Das wird richtig teuer für uns. Nee, da ist die doch crap da aufgehoben. Ich will doch diesen schönen mittleren Bereich designen. Guck mal, wir haben gleich genug. Ich mach das jetzt mal so. Oh. Ja, zwei Besucher noch im Park, dann haben wir das Geld wieder drin. Wenn wir nicht gerade irgendwelche Gehälter zahlen. Was für ein unverschämt teurer Park, ey. Aber wie schön das aussieht mit den ganzen Ballons jetzt. Mega unpraktisch, zwar mit dem Ballon in die Achterbahn zu gehen, aber. Mehr als dämlich sogar. Nicht nur unpraktisch. Hm. Wahrscheinlich auch super riskant. Jetzt. Drück, drück. Na. Nice, okay. Sie guckt meiner Meinung nach in die falsche Richtung. Hm. Aber. Stimmt. Ich kann die wieder abreißen. Nein! Dann kriegen wir doch Geld wieder. Ja, okay. Wunderschön. Jetzt guckt man hier so auf den Hintern. Jetzt reiß ich den nicht nochmal. Oh, hier ist schon irgendwas gerade wieder kaputt gegangen. Ach, ausgerechnet Rocket Baumstammrutsche. Oh, oh, oh. Hier ist defekt und der fährt hier noch. Vorsicht. Vorsicht. Spring lieber raus.
Eine Ewigkeit stehen die Leute da an. Hey. Na gut. Oh, das ist auch kaputt? Sorry, Leute. Feier sie jetzt. Kann nicht sein Scheiß ernst sein. Das müssen wir nächstes Mal wirklich besser machen. Das ist ja ultra frustrierend. Ich bin auch dafür, dass wir das nächste Mal ein bisschen besseres Management generell machen. Ja. Also, geil wäre, wenn wir auch mal... Ich würde echt gerne wissen, so was sind die, wie baut man Eintrittswege perfekt? Ja, oder? Daran kann man, glaube ich, noch richtig gut arbeiten. Ich meine, wenn man sich das hier anguckt, allein stell dir mal vor, du stehst hier die ganze Zeit in dieser Schräge bei Rocket Geisterhaus. Weil dieser ganze Park ist ja völlig random eigentlich. Ja. Deine ganzen Eingangswege sind nach Lust und Laune gebaut. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Oh, guck mal, was ist hier für ein... Das kann nicht sicher sein. Okay, Tipp Nummer 1. Verlange nie Eintrittspreise für den Park, sondern nur für die Attraktion. Naja, wir sind im Plus und haben unsere... Wenn die Warteschlange voll ist, sollte man den Eintrittspreis um 20 Cent erhöhen. Bei den Attraktionen. Ja, aber ich finde es deutlich besser, den Parkpreis anzuheben. Ignoriere halt die Tipps, die ich jetzt gerade raussuche. Ja. Ist schon okay. Oh, da hat schon wieder einer gekotzt. Aber dir, guck mal, wie gut es dem geht dafür, dass er sich noch die Hände vor den Mund halten muss, weil er so kotzen muss. Und der hat großen Hunger. Ah! Nice. Wir haben unser Ziel erreicht mit einem Verkehrswert der Firma in Höhe von 4.358 Euro. Das, achso, okay. Das. Wie haben wir das genannt? Hab ich vergessen. Six Beans. Ole. Hammer. Dann. Bist du interessiert an ein paar Tipps oder nicht? Ja. Also das sind jetzt random Tipps hier aus dem Forum, ne? Mhm. Man sollte mindestens eine Achterbahn für den Anfang haben und für diese eine Achterbahn Werbung machen. Das zieht nämlich die Besucher an und es kommen immer mehr. Warte ganz kurz. Ja. Ich mache ein neues Spiel und dann gehen wir mit den Tipps daran. Ich will den perfekten Park bauen. Ach Quatsch, nicht laden, sondern ich auch. Und zwar, ach guck mal, das ist nämlich das, was die Wirtschaftssimulation ausmacht. Da steht dann sogar der Firmenverkehrswert noch dabei. Ich würde nämlich, oh, wir haben Bumbly Beach jetzt noch dazu gewonnen, dadurch, dass wir das freigeschaltet haben. Ja, machen wir. Ist das die schwerste Herausforderung? Ich will eine Herausforderung, Lisa. Mindestens 750 Besucher bis Ende Oktober, Jahr 2. Und eine Parkwertung von 600. Schaffen wir. Warte, ich mache kurz Pause, damit wir uns einen Überblick verschaffen können. Aber das Ding ist, kann man da Land dazu kaufen? Wie geht das nochmal? Super weird, dass es so leise ist. Stimmt. Wo macht man das denn nochmal? Ich wollte aber so gerne was mit Wasser. Warte, ich zeig dir noch ein anderes. Als anderen Vorschlag. Hier. Okay. Oh, der ist sau schwer. Wirklich? Ja, weil du hast ultimativ viele Bäume, keinen Platz richtig, um was zu bauen. Also 500 Besucher. Ich überzeuge dich. Bis Ende Oktober Jahr 3 und 600 Parkwertung. Von null beides. Darf ich eine Sache sagen? Ja. Wir haben jetzt 3 Folgen gemacht. Ja. Wir machen noch 3. Ja. Das heißt, 3 Folgen sind ungefähr 3 Jahre. Ja. Das heißt, das wenn wir jetzt korrekt. Ende wieder Oktober Jahr 3 machen, schaffen wir noch dann können wir nur die machen. Ja, okay, dann müssen wir uns das jetzt besonders gut überlegen. Wir haben ja jetzt auch gar nicht mehr so viel bis zum Ende der Folge. Das heißt, wir überlegen uns jetzt. Wir können dann uns ja alle damit einmal beginnen. Angucken. Nein, wir beginnen jetzt damit, komm. Und wir machen einen richtig geilen Park von Anfang an. Wir teilen Zonen ein wir machen so richtige Zonen für die Hilfskräfte, für die Mechaniker und für die Animateure. Und wir machen so richtig. Ja, lass uns noch einmal kurz die anderen Szenarien angucken. Ich finde die schon gut. Und ich finde deinen Vorschlag vor allen Dingen auch exzellent. Ich glaube, es ist sau schwer mit dem großen Wasser. Den gibt's noch. Das hier ist was anderes. Da muss man nämlich den Verkehrswert des Parks von mindestens 20.000 Euro erreichen. Boah, das ist krass. Aber wenn wir gerade mal mit dem anderen 5.000 geschafft haben. Ja. Und der ist noch schwieriger, weil der noch eine größere Wasserfläche hat. Und der hat kein Geld. Holy shit. Oh nee, da habe ich schon mal gar keinen Bock drauf. Und der ist schon halb fertig. Ja, nee, das ist doof. Okay.
Das war Diamond Heights und jetzt haben wir noch Evergreen Gardens. Mindestens 1000 Besucher bis Ende Oktober, Jahr 4. Das könnte natürlich sein, dass wir es nicht zu Ende schaffen. So wie eine Parkwertung von 600. Nee, lass den großen See nehmen. Ja, weißt du, warum? Warum? Weil ich diesen, wenn ich die Hügel schon sehe, kann ich jetzt schon abkotzen. Da kann ich auch jetzt schon abkotzen. Leafy Lake. Also. Okay. Hammer. Gut, der ist noch geschlossen. Das gibt uns ja auch genügend Zeit. Wir haben 10.000. Ruhe. Okay. 10.000 ist ganz schön wenig, um den From Scratch zu bauen. 500 Besucher bis Ende Oktober. Ja, 3. Gut, diese Parkbewertung, die kriegst du bestimmt ganz gut auch hin. Boah, das Ding ist, hier musst du auf jeden Fall schon mal Leute einstellen zum Rasenmähen. Shit. Guck mal, was nicht fehlen sollte am Anfang ist das Riesenrad. Das bringt am Anfang sehr viel Geld ein. Man sollte den Preis des Riesenrads höchstens auf 1,50 legen, da die Leute sonst nicht in die Achterbahn reingehen. Mhm. Was man sich sparen kann, ist der Twister. Dort geht eh keiner ran. Okay. Den Park sollte man erst öffnen, wenn man Toiletten, Trink- und Essbuden und Mülleimer gebaut hat, da sich sonst die Leute beschweren, dass es zu wenig Mülleimer oder nichts zu essen gibt. Kann ich nachvollziehen. Was noch sehr wichtig ist, sind die Hilfskräfte. 3 Mechaniker sollte man mindestens haben, da sie dann von Anfang an die Attraktion überprüfen. Mhm. Das haben wir ja beim letzten Mal scheinbar auch kläglich verkackt. Naja. All unsere Attraktionen waren am laufenden Band kaputt. Ja, das stimmt. Sobald der Park größer wird, sollte man neue Achterbahnen hinzufügen. Die Einnahmen steigen irgendwann von alleine. Ja, okay. Okay. Also, um die Erregungswerte zu steigern, das hatte ich ja beim letzten Mal Thrill genannt, muss man hohe Bäume bauen. Schilder und andere Szenarien steigern den Erregungswert um noch weitere 1,5. Gut. Weißt du, was wir jetzt als erstes machen? Mhm. Hilfskräfte zuteilen zu den und mit den Wegen bedingsen, okay? Mhm. Und ich würde sagen, wir machen das so, dass die, die auf den Wegen sind, keinen Rasen mähen sollen. Sonst mähen die nämlich nur Rasen. Und dann stellen wir ein paar ein zum Rasenmähen. Meinst du, das ist ein Realist oder ist es zu wenig? Wenn hier noch eine Attraktion kommt, ist das wahrscheinlich realistisch, ne? Dieses Dings. Ja, aber wir starten auf jeden Fall. Was war jetzt, Entschuldigung, was war deine Idee? Ich mache jetzt gerade erstmal Markierungen für die Hilfskräfte. Mhm. Wir teilen die genau. Wir teilen die jetzt, glaube ich, erstmal in 4 Quartile. In 4. Ja, okay. Was auch immer ein Quartil ist. Wie heißen die denn? Ich weiß nicht, was du meinst. 4 Bereiche. Ein Quartil. Aber das ist was anderes. Das habe ich noch nie gehört. Okay. Vielleicht reichen auch 3. Hä, aber ein Quartil ist doch in dem Boxplot. Was ist Gott, Boxplot? Okay, die Mathematiker werden. Ein Boxplot? Mhm. Hattet ihr das nicht im Abitur? Nee. Ich hatte Mathe-Grundkurs. Boxplot. Boah, ist das komisch ohne die Musik, ey. Das ist ein Boxplot. Das nee, sind das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Antennen? Das sind die Quartile. Oh, oh, shit, ich habe den ins Wasser gesetzt. Ups. Ja, okay, das ist gut. 4. Hilfskraft. Oh, shit, der hat noch Rasenmähen eingestellt. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, ein Quartil ist ein Viertel. Krass, okay, gut. Dann hast du alles richtig gemacht. Ich habe gerade schon gedacht, ich habe mich völlig verrannt. Dann bin ich nur der kleine Trottel. So. Ups. Angeblich, aber das machen wir natürlich nicht, kann man sich ja auch das Geld für die Hilfskräfte sparen, indem man sie vor Monatsende im See ersäuft. Ach so, wirklich? Mhm. Aber bei meinem Tipp, sie zu feuern, bevor man sie bezahlt, meintest du, nee, so unmenschlich will ich nicht, aber ersaufen? Nein, ich habe ja auch gesagt, dass wir das nicht machen. Ach so. Und nur sagen, ersaufen ist noch makaber als zu feuern, bevor es gehalten wird. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es auch super schwierig rauszufinden. Obwohl, nee, warte mal, das mache ich nicht. Oder? Es ist halt super schwierig auch rauszufinden, wann der Monat zu Ende ist. Hm. Hier, der muss jetzt nur Rasen mähen. Warte mal, den nennen wir. Jetzt betreiben wir aber wirkliches Micromanagement. Ja, aber der Park hat ja auch noch nicht offen. Unser Park wird erst 2020 öffnen. Oh.
Unsere offizielle Eröffnung des Parks wird am 1.1.2020 stattfinden. Das finde ich richtig schön. Ach, wieso ändern die Namen nicht? Weil ich Pause habe? Warte mal. Okay. Warte. Und der heißt Viertes Quartier. Das werden wir eh nicht durchhalten, das bis zum Ende so zu machen. Mich triggert ein bisschen, dass du das erst ausschreibst und dann Zahlen verwendest. Aber okay, ich glaube, jetzt verrennen wir uns tatsächlich gerade ein bisschen. Meinst du nicht, das ist ein krasser Cliffhanger, um die Leute dran zu halten? Oh, aber das ergibt keinen Sinn. Nee, warte mal, ich muss die mit erstens, zweitens, drittens, sonst sind nicht richtig geordnet. Also. Lass uns noch kurz hier, wir haben... Ich habe einen Wunsch. Ja, schieß los. Dass wir unseren Park am 1.1.2020 um 19 Uhr eröffnen. Okay. Und dafür musst du jetzt aber noch ganz schnell eine Attraktion bauen und Fressmeil. Oh, ja. Damit wir das einhalten können. Mhm. Weil die Deadline ist sehr, sehr nah. Sofort. Rasen 1, okay. Also, Hammer. Eine Fressmeile. Und ein Riesenrad brauchen wir. Mhm. Boah, jetzt setzt du mich aber unter Druck hier. Sorry, aber... Hier, ne? Einfach schon schön direkt an den Parkeingang. Hier? Ja, schön dahin. Da kann man über den Teich blicken. Oh, geil wäre auch gewesen, wenn das Ding hier wäre. Soll ich das machen kurz? Aber das wissen wieder nur wir zu schätzen. Ja, die KI stimmt. Weiß das nicht zu schätzen. Lass es da. Nee, obwohl wir haben gesagt, wir wollen den perfekten Park. Reiß nochmal ab, bau schnell auf den See. Bau das Riesenrad auf den See. Schnell weg damit. Schön, da genau in die Mitte. Läufst du drauf zu? Was ist denn die Mitte so? Ja. Ganz mittig ist mir auch egal. Zu nah? Schön. Ist toll, hat keine Warteschlange. Scheiße. Wie willst du den Ausgang? Welche Farbe? Mir relativ egal. Alle Farben, nur die nicht. Wirklich? Ich finde ich ganz grausam. Ich weiß nicht, ob das wirklich was wird hier mit deinem Wunsch eröffnen. Deadlines müssen. Du kannst nicht grün auf grün bauen, Lisa. Es tut mir leid, aber es geht nicht. Wir nehmen uns jetzt noch eine Minute länger. Okay, hier. Das ist schön. Und, es tut mir wirklich leid, dass ich dir erst sage, mir ist das egal und dann sage ich bei zwei Farben nein. Das sind immer und die grün, besten. Grün, ist das okay? Weil das ist auch hässlich. Ja, es ist ein grüner Park, lass bei grün bleiben. Ja, ne? Das Blaue finde ich nämlich wirklich scheußlich, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. So, jetzt noch schnell ein paar Fressdinger dahin. Mhm. Ich öffne das schon mal. Die will ich auf die Seite packen. Sollen die wieder nichts kosten? Oder sollen die was kosten? Ich habe jetzt vergessen, wie das war. Hier hin? Lass 1,50 stand, dann sollte man das machen. Hier an diese Dings? Ja. Okay. Wir haben sowieso nur Eis und Getränke bisher. Das macht ja nichts. Ups. Hier? Oder weiter hier? Ja, hier so, oder? Hier, ja. Ja. Schönes Eis. Euro, ne? Euro. Alle Essenssachen kosten bei uns 1 Euro. Oh ja, das finde ich gut. Das ist ein stimmiges Konzept, ne? Ja, finde ich auch. So, noch eine Toilette. Mhm. Mülleimer. Ein paar Mülleimer. Und dann sind wir bereit. Toiletten kosten nichts. Nein, ich finde es eine Frechheit. Das habe ich schon mal gesagt, glaube ich, letzte Folge, oder? Ich finde es eine absolute Frechheit. Für Toiletten Geld zu nehmen. So, ein Mülleimer. Dieser Park ist offiziell bereit, morgen eröffnet zu werden. Seid dabei. Morgen um 19 Uhr. Dann müssen wir uns auch noch einen Namen ausdenken. Dann denken wir uns noch einen Namen aus. Morgen um 19 Uhr am 1.1.2020 eröffnen wir diesen wunderschönen Park. Und an der Stelle wird euch jetzt Gregor
in das neue Jahr begleiten. Stimmt. Mit seinem Future Club aus 1999. Oh ja, in der Tat. Was passiert wohl 2000? Stürzen alle Computer ab? Können wir morgen überhaupt noch spielen? Man weiß es nicht. Holy shit. Wir sehen uns morgen wieder 2020. Habt einen wunderschönen Abend. Kommt gut rein. Warte mal. Sehen wir uns morgen? Ja. Ah ja, ja. 19 Uhr, wie gesagt, da eröffnet unser Parklieder. Gut, dass du das als Managing Director noch nicht weißt, aber wie gesagt, kommt gut rein. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.